Und mein Thema heute ist Gottes perfekte Pläne für dich. Und da lesen wir zusammen mal zwei Bibelstelle. Denn ich kenne meine Pläne, die ich für dich habe, Spruch des Herrn, Pläne des Heils und nicht des Unheils. Denn ich will dir eine Zukunft und eine Hoffnung geben. Und dann die weitere Bibelstelle, Psalm 23, das kennt ihr alle. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Er lässt mich lagern auf grünen Auen und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Er stillt mein Verlangen, er leitet mich auf rechten Pfaden, treu seinem Namen. Muss ich auch wandern im finstern Tal, ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir, dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht. Du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde, du salbst mein Haupt mit Öl, du füllst mir reichlich den Becher. Lauter Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang und im Haus des Herrn darf ich wohnen für alle Zeit. Also die Bibelstelle kennt, glaube ich, jeder. Und ich gehe davon aus, jeder kennt sie nur vom Verstand her. Was heißt es wirklich, dass Gott Pläne für mich hat? Was heißt es wirklich, dass der Herr mein Hirte ist? Wir haben immer das Bild, hört ihr bitte? Ja, der Hirte ist jetzt so, Jesus wird so dargestellt. Gut, da haben wir schon ein bisschen besser getroffen. Aber so als netter, freundlicher, lieber Hirte, der sich um seine Schafe kümmert. Aber was ist denn die Seite des Hirten? Der Hirte kümmert sich um seine Schafe. Und wenn Wölfe kommen, dann tötet der Hirte die Wölfe. Dann nimmt er seinen Stock, seinen Hund, was auch immer dabei hat, und verjagt die mit Gewalt, mit Aggression, mit Macht, mit Autorität. Und wie sollen wir den Herrn als unseren Hirten annehmen, dem wir uns anvertrauen können, dem wir glauben können, Herr, du bist mein Hirte, nichts wird mir fehlen, wenn wir nicht seine Macht erkennen, wenn wir nicht erkennen, wie groß er ist, wenn wir nicht checken, hey, da ist jemand, der weiß alles besser wie ich, der kennt mich besser, wie ich mich selber kenne. Und genau das dürfen wir lernen, sobald wir anfangen, unser Leben Jesu zu übergeben und sobald wir das Wort Gottes hören, sobald wir uns aufmachen, sobald wir die Sakramente in Empfang nehmen. Über die Größe Gottes steht es ganz gut in Hiob drin. Hiob war ein Mann ohne Tadel, ohne Sündhaftigkeit, dachte er. Weil das war sein Verhängnis. Von außen gesehen, er war beliebt, er hat Reichtum gehabt, er hat Familie gehabt. Er hat alles gehabt, was ein Mensch braucht. Er war angesehen. Alle haben ihr Haupt geneigt, wenn er gekommen ist. Und dann kommt der Teufel zu Gott und fragt ihn, darf ich dem mal zeigen, wer ich bin? Und dann geht er, Gott erlaubt es ihm und sagt, ja, ich vertraue meinem Knecht Hiob. Und Hiob verliert alles, was er hat. Seine Familie, seinen Reichtum, seine Gesundheit. Die Maden kriechen aus seinem Körper raus. Er ist eigentlich nur noch, ist mehr tot als lebendig. Und letztendlich kommt es dann zu einer Diskussion zwischen Hiob und seinen Freunden. Und am Schluss muss Hiob erkennen, dass er im Unrecht ist. Dass er seine menschliche Gerechtigkeit ansieht, aber nicht sieht, dass Gott alles übersteigt. Dass Gott mächtiger ist, als er sich jemals vorstellen könnte. Und dass ihm daher seine Selbstgerechtigkeit nie ausreicht, egal was er auch tut, wie er sich verhält, denn Gott ist unendlich größer. Und da steht in Hiob Kapitel 37, darum erhebt mein Herz sehr heftig, pocht erregt an seiner Stelle. Hört, hört das Toben der Stimme Gottes, welch ein Grollen seinem Mund entfährt. Unter dem ganzen Himmel lässt er es los und sein Blitz über die Säume der Erde. Hinter ihm brüllt der Donner drein, er dröhnt mit erhabener Stimme. Nichts hält er die Blitze zurück, wenn sein Donner gehört wird. Gott dröhnt mit seiner Stimme, wunderbar, er schafft große Dinge, wir verstehen sie nicht. Dem Schnee befiehlt der Fall zur Erde, dem Regenschwall seinen mächtigen Güssen. Er versiegelt die Hand aller Menschen, sodass alle Welt sein Tun erkennt. Die Tiere verkriechen sich in ihrem Versteck, sie lagern in ihren Höhlen. Aus seiner Kammer kommt der Sturm, von den Winden des Nordens die Kälte. Durch Gottes Hauch entsteht das Eis, liegt starr des Wassers Fläche. Auch belädt er die Wolken mit Nass,
streut umher die leuchtenden Wolken. Sie ziehen hin und her, wie er sie lenkt, und alles, was er gebietet, zu wirken auf dem Kreis der Erde. Und weiter bei 38, da antwortet der Herr dem Hiob aus dem Wettersturm und sprach: Wer ist es, der den Ratschluss verdunkelt mit Gerede oder Einsicht? Wo warst du, als ich die Erde gegründet? Sag es denn, wenn du Bescheid weißt. Wer setzt ihre Maße? Du weißt es ja. Wer hat die Messschnur über ihr gespannt? Oder wer hat ihren Eckstein gelegt, als alle... Wohin sind ihre Pfähler eingesenkt? Wer hat ihren Eckstein gelegt? Und es geht noch weiter und das drückt die ganze Macht Gottes aus und die Macht der Schöpfung, wo Hiob dann sieht, oh, das übersteigt mein jegliches Vorstellungsvermögen. Und er beugt sich vor Gott, macht sich klein und Gott schenkt ihm das Doppelte, was er vorher gehabt hat. Und genau so ist es auch Petrus, der im, über das Wasser gehen soll und Jesus zieht ihn raus mit einem Arm. Was hat er für eine Power im Arm? Und wir dürfen wirklich sehen, wie groß Gott ist und das nur, wenn wir sehen, es ist einer, der hat die Kontrolle über alles, dann können wir uns ihm hingeben. Und deshalb sind wir auch hier, weil das Allerheiligste, das die Eucharistie eins der größten Dinge ist, die es gibt oder das Größte und wir verstehen es nicht. Weil diese geistige Wirklichkeit, die übersteigt alles. Und wir sehen das Brot, aber mit unserem, ja, wir können nur uns entscheiden zu glauben. Genau. Er stillt mein Verlangen, er leitet mich auf meinen rechten Pfaden, treu seinem Namen. Wir gehen nochmal zurück. Ich habe Pläne des Heiles. Genau, und jetzt kommt es drauf an. Es ist alles schön und gut, wenn es uns gut geht. Aber wie sind wir, wenn wir kämpfen müssen? Wenn wir uns Sorgen um unsere Zukunft machen? Wenn wir unerfüllte Sehnsüchte haben? Bei mir war es so, in meiner ganzen Jugendzeit war ich immer unzufrieden mit mir selber. Und ich habe mich dann auch immer nach einer Beziehung gesehnt und habe gedacht, wenn ich jetzt eine Freundin habe, dann bin ich glücklich. Ich denke, das kennen viele von euch Jungen, kennen das. Und dieser Lüge oder diesem Gedanken, ja, der hat mich einfach immer unzufrieden gemacht. Bis ich irgendwann checkt habe, Herr, das beim Wort genommen. Du hast Pläne des Heiles. Und wenn jetzt diese Sehnsucht nicht erfüllt ist, oder kann jede Sehnsucht sein in eurem Leben, alles was war, dann ist es aktuell dein Plan und es ist richtig, denn du hast Pläne des Heils und wandle ich im finsteren Tal, du bist bei mir. Du weißt genau, was ich mitmache. Du kennst meine Gedanken. Psalm 139. Das kann ich schon aufschneiden. Herr, du hast mich erforscht und du kennst mich. Ob ich sitze oder stehe, du weißt von mir, von ferner kennst du meine Gedanken. Ob ich gehe oder ruhe, es ist dir bekannt. Du bist vertraut mit all meinen Wegen. Noch liegt mir das Wort nicht auf der Zunge. Du, Herr, kennst es bereits. Jesus weiß alles, was wir mitmachen. Er weiß um unsere Nöte und unsere Sorgen. Und er ist der Einzige, der die Lösung immer parat hat. Er hat die Lösung. Und wir denken immer, die Lösung ist, dass unsere Wünsche erfüllt werden. Nein, die Lösung ist, dass wir unsere Sorgen und Nöte ihm übergeben. Denn er weiß alles besser und er weiß, was uns gut tut. Und bei mir war es so, als ich es losgelassen habe, auch ja, komplett eigentlich alles, dann hat Gott mir alles geschenkt. Ihr dürft mit der Uli zusammenkommen. Er hat es gefügt mit meinem Job. Eine Woche vor Bewerbungsschluss habe ich mich damals beworben. Dann habe ich wegen einem Tag, wurde ich ein Jahr zurückgestellt, weil ich einen Leistenbruch hatte, wegen einem einzigen Tag. Ich bin extra noch krank geworden auf dem OP-Tisch, damit er mir ein Jahr geschenkt hat, um im Glauben zu wachsen. Dann ging es weiter mit meiner Wohnung. Ich komme nach dem Studium, ersten Tag, ich bin bei der Polizei, der erste Tag,
komme ich zur Arbeit, dann fragt mich ein Kollege, hey, du kommst doch auch aus Meetingen. Was, du auch? Ich kenne dich nicht. Brauchst du eine Wohnung? Und dann, ein halbes Jahr später, bin ich eingezogen. Und dann wusste ich, das war der Prozess. Okay, man stellt sich immer die Frage, wann ist es Zeit, daheim auszuziehen? Für mich, klare Richtlinie. Dann ging es weiter. Jetzt im November habe ich es aufs Herz bekommen, wieder weiterzuziehen. Jetzt Richtung Biberach habe ich es auf dem Herzen gehabt und habe dann mal den Schritt gewagt, einfach nachzufragen. Und bei einem Kumpel. 2 Wochen später meldet er sich, ja, der Makler meldet sich bei dir. Und ich denke mir, hey, ich habe doch gar keinen Stress, jetzt doch wieder. Ja, und dann schaue ich am Samstag die Wohnung an, am Montag will ich eigentlich absagen, weil sie vielleicht ein bisschen klein ist oder so. Dann schaue ich auf mein Handy, dann ist das mein Vermieter, der mir kündigt wegen Eigenbedarf. Also ich habe die neue Wohnung angeschaut, bevor ich wusste, dass ich aus der alten rausgeschmissen werde. Und so ist Gott, erlebt das. Er zeigt diese Force, wenn wir ihm vertrauen, er macht alles in Freiheit. Er öffnet die Tore und wir treten ein. Und das in allen Bereichen unseres Lebens. Einzigste, was wir brauchen, ist Geduld, Vertrauen, Dankbarkeit. Dankbarkeit für die Situation, so schlecht sie jetzt emotional für uns sein mag, aber Gott hat einen Plan damit. Und was ich im Leben erfahren habe, ist, dass die Tiefen, die ich mitgemacht habe, und es waren viele, dass das zu deinem Fundament wird, aus dem deine ganze Power später kommt. Deshalb sei dankbar, wenn du viel mitmachen darfst und mit Gott aufopfern darfst, denn er wird dich erhöhen zur rechten Zeit. Und diesen Plan hat er mit jedem von uns. Und wir müssen uns keine Gedanken machen, was morgen sein wird, denn der Tag hat für sich selber genug Plagen. Deshalb fang an, jeden Tag zu sagen, Herr, hier ist der Tag, mach mit mir, was du willst. Und hinterher wirst du staunen, wird jeder staunen. Wir sehen, was aus der Jugend 2000 entstanden ist. Es ist zum Staunen. Und Michi hätte sich nie vorstellen können, dass er mal sowas macht. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass er irgendwann mal Bandleitung macht. Ja, dass wir so eine coole Gemeinschaft sind. Dass die Kili hierher kommt, obwohl er aus dem Schwarzwald kommt. Ja, und es ist unfassbar, was Gott mit uns vorhat, wenn wir einfach loslassen. Und wir sind jetzt in unserer Position. Ich bin jetzt da. Vielleicht geht es einem so, ich habe jetzt die und die Probleme, die und die Sehnsüchte. Und die sind nicht erfüllt. Macht nichts. Macht nichts. Dann ist es jetzt halt noch nicht die Zeit. Gott hat halt jetzt aktuell einen anderen Plan für dich. Ein Weg des Heilers, ein Weg, wo deine Verwundungen auch heilen dürfen. Vieles, was wir als emotionalen Schmerz empfinden, zeigt uns eigentlich eine tiefe Verletzung auf. Und ganz viel ist von der Kindheit. Und wir dürfen uns fragen, hey Herr, lehre mich, mich kennenzulernen. Lehre mich zu checken, wie ich check. Ja, wie ich funktioniere. Warum reagiere ich da so und da so? Und der Herr wird es dir zeigen und du wirst es fähig sein, genau das ihm hinzulegen. Und dein Verhalten wird sich ändern. Du wirst zu einem Mensch mit offenem Herzen, der fähig ist, auf andere zuzugehen und ihm Liebe zu schenken. Weil der Herr die Erlaubnis bekommt, deine Wunden zu heilen, so wie du es zulässt. Es fängt alles an mit dieser Entscheidung, Herr, ich glaube, dass du da gegenwärtig bist, obwohl ich es eigentlich nicht glaube. Aber ich entscheide mich zu glauben. Ich entscheide mich heute zu glauben und ich entscheide mich, mit dir den Weg zu gehen. Und alles andere ist dein Problem. Ja? Und der Herr sagt dir dann, was du tun sollst, zur rechten Zeit. Aber es ist anstrengend. Diese Geduld zu haben, im Glauben zu gehen, das knechtet einen mal richtig. Wenn man wirklich die Kontrolle loslassen muss. Ja, und ihr kennt alle den Jürgen Klopp, Trainer von FC Liverpool. Er ist sehr gläubig und ihr kennt alle sein strahlendes Lächeln. Und warum ist er so? Er hat sich selber 4 Prinzipien auferlegt oder sagte, dass er nach denen lebt. Und die sind Dankbarkeit, Demut, Dienen, Disziplin. Und Disziplin und Durchhaltevermögen hat er in einem. Und er redet jeden Tag zu Gott. Und bei diesem Mann sehen wir, alle Fußballverrückten,
was der für ein Charisma hat, wie der die Leute begeistert. In seiner verrückten Art, er lässt sich nicht verdrehen. Und zudem sind Kinder Gottes berufen, ihr eigenes völliges Potenzial auszuschöpfen. Und es kommt dann, wenn wir uns aufmachen, wenn wir loslassen, wenn wir die Gebote achten und dann anfangen zu staunen. Letzte Folie. Und daher die Bibelstelle: Freut euch zu jeder Zeit, betet ohne Unterlass, dankt für alles. Weil wenn ihr anfangt zu danken, zu loben und zu preisen, dann gehen die ganzen negativen Emotionen weg. Dann gehen die Depressionen weg, dann kriegt ihr neue Hoffnung. Und was enorm wichtig ist, ist die Gemeinschaft, dass ihr Leute habt, die euch aufbauen, die euch motivieren, die euch Mut zusprechen, die sagen, hey, wir packen das, Gott hat perfekte Pläne und wir kämpfen zusammen. Und das ist das, was ihr hier macht. Und dann habt ihr die Gnade, hier zu sein und vorm Allerheiligsten zu sein und setzt euch Jesus aus. Nicht er setzt sich uns aus, ihr setzt euch ihm aus, damit er euch verwandeln kann. Denn der Herr hat alles unter seiner Kontrolle und perfekt durchdachte Pläne für dich. Lass dich fallen in seine Arme und du wirst staunen. Amen.